Edith und Theodor Wagner, Inhaber von Hase Lederwaren in Jever, feierten am Samstag mit mehreren hundert geladenen Gästen 75-jähriges Firmenbestehen. Als Ehrengast begrüßte Theo Wagner Bernd Albrecht Hase, Sohn des Firmengründers Karl Hase. Mit einem launigen Rückblick auf die Firmengeschichte stimmte Geschäftsführer Bark Bankoley die Gäste auf die folgenden Grußworte ein. Gegründet wurde das Unternehmen 1937 in Danzig, wurde aber am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Wilhelmshaven umgesiedelt. 2004 zog die Hase Lederfabrik ins Gewerbegebiet Jever um und entwickelte sich zum weltweit tätigen Hersteller für Arbeitshandschuhe. Jevers Bürgermeisterin Angela Dankwart würdigte die inhabergeführte Firma als vorbildlich. Edith und Theodor Wagner fühlten sich Jever, der Region und ihren Mitarbeitern verpflichtet.